Also, ich freue mich, dass wieder so viele Leute gekommen sind zu dem letzten Blueskonzert in diesem Jahr. Wir haben ja ein Konzert mehr, weil wir ja 10-jähriges Jubiläum haben. Also ich finde es wirklich fantastisch, dass wir über diese lange Zeit diese Blues-Reihen aufrechterhalten können. Natürlich auch dank der ganzen Besucher, die da sind, weil ohne die Besucher würden wir natürlich diese Konzerte auch nicht machen. Hauptanteil sind natürlich immer die Sponsoren, die den Rhein-Kreis Neuss unterstützen. In diesem Fall ist es die RWE. Die habe ich jetzt abgearbeitet, aber nach 10 Jahren möchte ich mich vor allen Dingen bei Familie Weidenhaupt bedanken, Ulrich und Wilhelmine, ohne die wir diese Konzerte überhaupt nicht machen könnten. Das ist mit 2 Personen, die hier das Museum betreiben, einfach nicht zu schaffen, Ausstellungen und auch noch Konzerte. Und wenn wir nicht das Ehrenamt hier hätten, die uns da so wahnsinnig unterstützen würden, könnten wir das nicht machen. Ich denke, einen ganz dicken Applaus und herzlichen Dank. Dass es nicht unverschämt ist, wenn ich sage, auf die nächsten 10 Jahre. Mindestens. Okay. Also, jetzt kommen wir mal zur Band. Also nochmal, Jimmy Reiter darf ich heute Abend begrüßen mit seiner Band. Ich freue mich, dass Sie den Weg aus Osnabrück gefunden haben, nachher auch wieder zurückfahren werden und jetzt hier völlig entspannt sitzen werden und super Musik machen. Einen tollen Abend wünsche ich Ihnen und herzlichen Dank.